Herzlich willkommen, ihr Leute, zu dem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouch. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet soweit eine schöne Woche und schönen Schulanfang, Arbeitsanfang, was auch immer, wo ihr gerade in eurem Leben steht. Ich hoffe, euch geht's gut und dass ihr auch immer ihr macht, macht's gut. Ja, gut machen, das ist so das Thema von dem Video. Das ist einfach mal ein kleines Infovideo, wo es ein bisschen darüber sinnieren möchte, wie sind die letzten Wochen von meinem YouTube-Channel verlaufen, wie wird es weitergehen, was könnt ihr erwarten, was sind Pläne, wie das auch aus hinsichtlich mit Schule und allem drum und dran, einfach mal ein bisschen kompakt im Kleinen, wie du mal ein bisschen festhalten, wo stehst einfach hier und was wird das jetzt hier mit Gamer-Accounts. Also, zuallererst mal will ich mich bedanken für das wirklich überragende Feedback von den letzten Wochen. Vor allem Tom Modazzi Live kommt wirklich, wirklich gut an und die Parts haben wirklich viele Aufrufe, meine Verhältnisse. Vielen, vielen Dank dafür. Auch Dank an alle, die so treu immer die Videos schauen und kommentieren und liken. Das freut mich wirklich jedes Mal unter jedem Kommentar, wenn da was Neues drunter steht. Und ich lese die alle durch und tue da meistens auch interagieren damit und wirklich vielen, vielen Dank. Wenn ich so als Creator, vor allem als so einen kleinen Creator wie mich freut es wirklich immer, wenn Leute die Videos, die ich mache, gerne anschauen und wertschätzen und wie kann man das besser machen, als zu kommentieren und zu zeigen, jo, ich bin dabei, schau deine Videos. Das finde ich sehr, sehr toll, also wirklich vielen, vielen Dank dafür, gehen raus an euch, wirklich, das finde ich erst super, die Unterstützung. Ja, und dann will ich auch noch ansprechen, natürlich mal Super Mario Bros. Wonder Gameplay Video, das ist ja so kurz vor den. Also ich werde bestimmt noch irgendwann vorgelegt die 500 Aufrufe knacken. Das ist Wahnsinn, wie das Video auch auf meine Verhältnisse viral geht. Auch da freut mich, dass es euch gefällt. Ich meine, wir haben 45 Likes, glaube ich, fast inzwischen. Das ist wirklich ein purer Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich meine, ich sage ja einfach nur Gameplay, was längst bekannt ist. Geistig krank. Und dann dafür hat sich die Fahrt nach Ravensburg neulich so gelohnt, dafür, ob das zu machen. Der ganze Vlog von Ravensburg kommt übrigens nächste Woche am Wochenende online. Und ab Oktober wird es dann auch losgehen mit den Vlogs von der Gamescom. Dass sie auch endlich mal hochkommen. Da bin ich noch beim Schneiden, ein bisschen im Hintergrund. Ich finde halt leider wegen Schule nicht viel Zeit, das zu schneiden. Aber spätestens, ja gut, spätestens November kommen die, denke ich mal, hoch, wenn ich es in Herbst, wenn es halt abzuschneiden, die müssen wir was hauen. Aber ich hab's auf der Agenda, dass sie bald kommen werden, weil es bringt auch nichts, wenn ich sie erst im Februar, März hochlade, weil nicht bald wieder die nächste Gamescom. Also das wird in absehbarer Zeit kommen. Ihr hört so ein bisschen bei der Nase. Ich bin leider ein kleines bisschen erkältet. Bringt mich nämlich eigentlich aus dem Fass zum nächsten Punkt. Wieso jetzt letzte Woche nicht so viel kam. Da kam nur am Montag Anime Tom Monats Live und dann für den Rest der Woche leider nichts mehr. Das war ein bisschen angeschlagen. Da war trotzdem in der Schule, aber es war ein bisschen angeschlagen und hatte auch noch leider viel mit der Schule zu tun. Und da waren meine Kapazitäten einfach dann insgesamt so voll, dass ich leider keine Zeit hatte, weiter Voraufnahmen zu machen. Ja, inzwischen geht es auch wieder ein bisschen besser und da wird nächste Woche wieder mehr kommen. Das bringt mich ein bisschen zum eigentlichen Punkt, den ich in dem Video auch ansprechen wollte. Ja, nämlich wie es einfach halt so in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird, was ich geplant habe bisher daran. Also, ganz so einfach wird es einfach gesagt wieder auf jeden Fall. Kann man das live weiterhin bringen. Es wird das allerdings ein bisschen reduzieren auf 2 Parte die Woche. Weil das reicht von dem Umfang her und Content und allem, was da noch kommen wird, reicht, wenn man das 2-mal in der Woche bringt. Und zwar Montag und Mittwoch. Das sind die beiden Tom oder Live-Tage, wo ist. Ich überlege jetzt gerade, ob das Sinn macht, weil ich es eigentlich an den beiden Tagen streamen wollte. Nee. Wir machen komplette Kehrtwende. Dienstag und Donnerstag. Dienstag und Donnerstag sind ab jetzt die beiden Tage, wo es Tom oder Live hochladen werde, also nicht mal irgendwie Montag noch Freitag, sondern genau in den anderen beiden Tagesslotten, Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr, kommt ab jetzt eine neue Folge Oktober das live. Wo auch demnächst neue Almanach kommen werden, ein bisschen was Neues aus, wird sehr, sehr wild werden, hoffentlich. Aber das kommt Dienstag und Donnerstag hier was online. Und was dann jeden Tag noch online kommen wird, ist eine Folge Pikmin 4. Damit geht es auch endlich nach Jahrzehnten mal weiter, weil ich will das durchbekommen. Vor allem im Blick auf Super Mario Bros. Wonder, was Ende Oktober ist halt. Und es ist ja noch ziemlich genau einen Monat bis dahin. Aber ich würde ganz gerne noch ein anderes, kürzeres Let's Play durchboxen. Da muss man einfach alles zeitlich machbar.
Aber jetzt, was erste gilt, wir müssen erstmal wieder auf Pikmin hier konzentrieren und eben Dienstag und Donnerstag Sturm oder C live. So. Das ganze Zeugs habe ich jetzt auch einen festen Timeslot, wann sie es am Wochenende immer voraufnehmen. Also da sollte in Zukunft eigentlich gar nichts schief gehen. Das sollte, müsste jetzt so passen. Kann natürlich nichts garantieren. Sollte man die komplette Klausurenphase kommen oder das krank sein, was auch immer. Dann habe ich aber auch ein Backup-Projektchen, sage ich mal, was dann stattdessen online kommen wird. Kannst du das auch drauf? So. Dann, liebe Leute, sei noch gesagt, dass ich mit dem Livestreaming mich da wieder ein bisschen da reinhängen möchte, was machen möchte, aber da sage ich immer gleich, keine Gewähr, weil ich weiß, 13. Abschlussklasse FOS wird sehr schwer und ich kann mir vorstellen, dass es da sehr oft Phasen gibt, wo ich sagen kann, so, ich wollte jetzt heute eigentlich live streamen, aber ich muss mir noch diese Scheiße reinziehen und lernen, weil sonst klappt das irgendwie. Deswegen kann es leider gut sein, dass Livestreams öfter mal ausfallen, nächster Zeit. Es ist ohne Gewähr, es will es aber trotzdem probieren. Videos? Will es einigermaßen was pressen, dass es regelmäßig klappt, dass da ein Video hochkommt. Livestreams kann ich leider nicht sehr viel versprechen, aber ich probiere es. Mein Plan ist der folgende. Montags streame ich von Start der Woche Mario Kart 8 Deluxe. Und zwar von... Ja, Uhrzeit muss noch schauen, entweder 20 bis 21 oder 21 bis 22 Uhr, muss man aber ausprobieren, wie es irgendwie passt. Aber auf jeden Fall so in den Zeitraum will es eine Stunde montags Mario Kart 8 Deluxe Stream. Ich hoffe, das klappt. Das ist auf jeden Fall so mein oberstes Ziel. Müssen wir halt schauen, ob das tatsächlich klappt und wie das klappt. Und vielleicht machst du es auch immer abwechselnd mit Mario Kart 7, dass du eine Woche am Montag Mario Kart 8 Deluxe machst. In der anderen Woche am Montag Mario Kart 7. Dann hatten wir alle zwei Wochen Mario Kart 7 dabei. Da muss man auch so überlegen, dass man uns 100% ausgeklübelt, aber nur so mal als Plan. Es wird da quasi direkt aus dem nächsten Montag losgehen, das Ganze. Dann, was ich auch noch machen möchte, ist Mittwochs. Mein größerer Mittwochs-Stream, den will ich auf jeden Fall beibehalten. Das passt auch natürlich ganz gut, weil es am Donnerstag relativ viele Freistunden habe und nicht so viel, wo es mich direkt noch am Mittwoch darauf vorbereiten muss. Mag heißen, dass ich, wie gesagt, am Mittwoch einen längeren Stream mache, also wirklich von, was ist das, einen längeren Stream von 20 bis 23 Uhr in dieser Zeitperiode. Sag es einmal, das, was sonst immer freitags war, ganz klasse ist, eine Stunde Splatoon 3. In einer Stunde Minecraft. Wobei, ja, ich wollte jetzt sagen, ultra mega krass Bedarf könnte man so eine halbe Stunde verlängern, aber das kann man natürlich nicht. Aber, ja, vielleicht fange ich dann mal früh an. Und wenn ich merke, es kommt wirklich an und ihr habt auch mal Bock, weißt du, Minecraft zu zocken oder so, dann ja, fange ich vielleicht auch so eine halbe Stunde früher an oder eine Stunde, aber das erste gilt mal, dass ihr jetzt ein Fest mittwochs 20 bis 22 Uhr stream auf eine Stunde Splatoon 3. Eine Stunde Minecraft ist von Anfang oder halbe Stunde Splatoon 3, eineinhalb Stunden Minecraft, müssen wir einfach so mit Lust haben, so und wie sich das Ganze entwickelt. Das ist so mein Plan, liebe Leute. Und was dann on top kommt, wie wir das sonst noch so machen, das müssen wir einfach schauen. Aber ich finde, das ist ganz gut. So haben wir jeden Tag ein Video. Dienstag und Donnerstag haben wir noch zwei Videos. Und Montag und Mittwoch tue es halt dann noch am Abend streamen. Das ist jetzt quasi das zweite Video. Und freitags und Wochenende. Freitags halt einfach aus dem Beginn des Wochenendes zu, kommt halt nur ein Video. Ich denke mal, es ist Office. Ja. Mit Animal Crossing New Horizons, da haben sie auch noch gefragt haben, das habe ich auch noch auf dem Schirm, dass da bald wieder was losgeht, aber das ist halt auch wieder so ein langfristiges Projekt. Da muss halt schauen, wann das zeitlich mal gut passt, wie man das machen. Aber ich denke, das ist in absehbarer Zeit bei Halloween starten wird. So viel kann ich mal sagen. Also irgendwann im Oktober, in welchem Umfang, was und wie und wo, das muss ich noch bauen. Wie wir das machen, aber ich habe auf jeden Fall auch ein paar Pläne. Und mal schauen, also wie gesagt, jetzt haben wir das live, die Streams und Animal Crossing, das sind so die Langzeitprojekte, LPs, whatever. Da kommt so das Kurzzeitzeug, sobald es Kurzzeit auch relativ ist, weil es ist, hat das Pikmin 4 auch über mehrere Wochen jetzt stehen. Aber Pikmin 4 will es jetzt endlich mal beenden, das wird im Oktober aber auch klappen, da bin ich sehr zuversichtlich. Muss nur mal ein bisschen Zahlen zulegen, weil es ein bisschen hinterherhängt, aber das bekommen wir wieder reingeholt. Das klappt auf jeden Fall.
Und da kommt natürlich im Super Mario Bros. Wonder raus oder sowas von Let's Play. Wie gesagt, wenn ich das habe, will ich noch ein kleines LP davor schieben, aber ohne Gewehr. Vielleicht habe ich das halt auch nicht, dann docke ich Star Sun und Animal Crossing an, wenn Pikmin fertig ist oder so. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze mache, aber da findest du einen Weg. Fuck ist nur, ich will das sagen, ich will dieses Let's Play Zeugs weiterführen, auch wenn ich in der 13. Klasse bin und relativ wenig Zeit dafür habe, aber es ist wichtig, dass ich es trotzdem mache, mir liegt daran einfach viel. Und bin ich gerade so dabei, wieder eine neue Community aufzubauen, das wird auf jeden Fall jetzt weitergehen. Genau, das wollte ich erst mal sagen, so, ich bin da, Stecker und alles, ich habe hier die Community und alles im Blick. Und ja, freue mich, wenn ich zu meinen neuen Videos und zu meinen neuen Streams wieder einschalte. Für diesen Montag seid es jetzt einfach mal 20 bis 21 Uhr für Streaming fest. Ich hoffe, das klappt für euch. Mario Kart 8 Deluxe wird dann eine Außer... sein, das meiste mein Stift weg. Da ist die blöde Stelle geschmissen, du mal fast gar nicht hinkommen. Wenn mich damals, wie ich Mama gesagt habe, den Controller weggeworfen habe. Soviel ich weiß, ist das auch dieser Touchpad, der damals, wenn man es vorbestellt hatte, bei Mario Maker 2 dabei war. Sehr cool, habe ich es immer noch, den mag ich auch voll. So. Oh Gott. Wie ich dem auch sei, liebe Leute. Ja, also ich will einfach ein bisschen wieder back to the business, ein bisschen wieder Mittwochs bei Tool und Minecraft streamen. Weil es war ja schon sehr wild, wo das in letzter Zeit zwar vergleichsweise seltener, aber du es auch so mal stattfanden. Das wird jetzt eben wieder mehr werden. Gut, in dem Sinne war es jetzt auch für das Info-Video. Ich wollte eigentlich, dachte nur in 3-4 Minuten kurz sagen, was Sache ist, aber jetzt ist doch wieder länger. Aber was soll's. Mich würde es freuen, wenn ihr auch hier wieder fleißig liked und vor allem in die Kommentare schreibt, was ihr dazu sagt. Ob ihr es cool findet, ob ihr mal Bock habt bei einem Stream dabei zu sein. Dabei gilt generell vielleicht noch für die neuen von euch ganz interessant. Ihr könnt selbstverständlich bei allen Games, wenn ihr diese habt, mitzocken. Weil ich im Stream nur Online-Games zocke. Also bei Mario Kart, Mario Kart 7 könnt ihr mitzocken. Oder auch mittwochs bei Minecraft natürlich. Mit diesem Better Together, Bedrock Edition und auch mit Splatoon 3. Und ihr könnt eben nicht nur mitzocken, sondern das ist ein bisschen so der Clou, das was so ein Erfolg ist, mein Kanal ausmacht. Wenn man jetzt so sagen müsste, anderen so, wie sollten wir jetzt hier bei Gamer Couch sein, nicht bei jemand anderem. Ja, bei mir habt ihr eben auch die Möglichkeit, neben dem Mitzocken auch noch auf Discord mitzureden. Dann hat man wirklich ein Community-Erlebnis und das fühlt sich an, als ob man alle zusammen wie Kumpels im Raum hocken und zusammen auf dem Sofa irgendwas zocken. So in etwa finde ich das auch hier mit Discord, dass man halt einfach sich so als Community trifft. Meistens sind es auch immer dieselben Leute, die mitzocken, als man irgendwann eine gewisse Routine und kennst du irgendwann auch so ein bisschen so mit zocken. Und ich finde es einfach cool, so diese Connections in Anführungszeichen, die man dann so hat. Einfach dann mit als Followern, Abonnenten, zusammen einfach zockt und über Discord dann immer redet und alles. Ich finde das einfach wahnsinnig toll. Das ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und ich finde toll, das nach wie vor machen zu können und dass so viele Leute noch unterstützen. Und das weiß ich wirklich so jetzt. Ja, und in dem Sinne, liebe Leute, sage ich Dankeschön fürs Zusehen und ein Infovideo. Ich freue mich, dass nächste Woche hier auf Gamer Kart wieder so richtig losgestartet wird. Bis dahin sage ich, macht's gut. Und ciao! Ciao! Mit Sava. Ciao!